So, das sind die ersten Informationen zur VWA. Die vorwissenschaftliche Arbeit, oder eben auch kurz VWA genannt, ist Teil der Reifeprüfung und man schreibt einfach über ein Thema, das man selber auswählt, das einen aber auch interessieren sollte. In der Arbeit beantwortet man die Leitfragen, die man sich im Vorfeld überlegt hat, und die werden dann zusammen mit dem Thema und drei Lehrkräften deiner Wahl am Anfang der 7. Klasse in einem Formular eingereicht und müssen von der Direktion genehmigt werden. Jedem wird dann eine der drei Lehrpersonen als Betreuung zugeteilt, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich treffen sich Lehrer und Schüler auch und diese Treffen werden mit einem sogenannten Begleitprotokoll dokumentiert, das von beiden Seiten geführt werden muss. Nachdem man mit dem Schreiben der Arbeit fertig ist, folgt eine kurze Präsentation von ungefähr 5 Minuten und danach eine Diskussion, bei der Prüfer und Kommission Fragen stellen, die beantwortet werden müssen. Beim Schreiben der VWA hat man nun zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt eine literaturanalytische Arbeit, bei der man bereits Vorhandenes wiedergibt, oder man sucht sich eine empirische Arbeit aus, bei der man selbst mit Fragebögen, Umfragen oder Versuchen Hand anlegt, um Antworten auf seine Fragen zu finden. Entscheidet man sich für eine literaturanalytische Arbeit, muss man darauf achten, dass aus dieser Reproduktion eben kein Plagiat entsteht. Das kann durch ordentliches Zitieren und Quellenangaben verhindert werden. Schreibt man nun eine empirische Arbeit, muss man nur darauf achten, dass die Methoden zur Antwortfindung auch zur Fragestellung passen. Natürlich gibt es auch einige Vorgaben. Zum Beispiel darf die Zeichenanzahl von 60.000 nicht überschritten werden. Das ist inklusive Leerzeichen und entspricht ungefähr 20 bis 30 Seiten. Außerdem gibt es noch einige formale Richtlinien, wie zum Beispiel sind die Schriftgröße, die Art, die Seitennummerierung und auch das Titelblatt vorgegeben. Wichtig ist auch, dass man die richtige Gliederung und ein gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis beachtet. Es muss auch ein roter Faden erkennbar sein. Zeitmäßig sollte man schauen, dass man sich zwischen 6. und 7. Klasse ein Thema überlegt und dieses dann auch einreicht. Hat alles gut funktioniert, kann man im 2. Semester bereits mit dem Planen, mit ersten Recherchen und der ersten Literatursuche anfangen. In den Sommerferien von 7. auf 8. Klasse sollte man mit dem Schreiben beginnen und die VWA dann im 1. Semester fertigstellen. Am Anfang vom 2. Semester wird die VWA eingereicht und dann folgt auch die Präsentation. Die VWA wird einmal in digitaler und zweimal in ausgedruckter Form abgegeben und sollte davor aber von einigen Personen Korrektur gelesen werden. Um dann auch auf eine endgültige Note zu kommen, gibt es einen Beurteilungsraster, der die einzelnen Kompetenzen des Schülers benotet.